Wir haben jetzt Ton. Offiziell. Super. Sif beschwert sich, dass noch was angepasst werden muss. Ich bin dabei. Ich super. Gut, es ist alles angepasst. Das bedeutet, ihr könnt jetzt loslegen, wenn ihr wollt. Und ich wünsche euch dann mal viel Spaß und viel Erfolg. Ja, danke. Ich muss aber noch eben kurz selber was machen. Ja, so sollte das vielleicht passen. Ja. Okay. Nephew, kannst du noch... Achso, nee, das hast du sowieso schon. So. Huhu. Bist du denn auch bereit, Nephew? Ich bin bereit. Du bist auch bereit. Dein Inventar hast du leer gemacht? Ja, ist leer. Okay. Ich möchte dich... Ach, du redest ja sowieso nicht, sehr wahrscheinlich. Falls doch, mache ich dich noch ein bisschen lauter bei mir. Okay, möchtest du den Counter machen oder soll ich das? Ready? Ja, ich bin auf jeden Fall ready. Ich warte drauf. 3, 2, 1. Okay, also, das ist Caddy's Caves 3. Ich werde mich in der ersten Welt erstmal nur ein bisschen konzentrieren. Ich werde gleich alles über das Game erklären. Was ihr Wichtiges wissen müsst. Ich hoffe mal, ich bin nicht zu früh angefangen. Weil die erste Welt ist relativ knapp. Das ist nur eine Minute. Ja, die geht nur eine Minute und wenn man da irgendwie schon einen kleinen Fehler macht, ist das recht ärgerlich. Okay, also das ist Caddy's Caves, Any% plus Saves. Das Saves steht dafür, dass wir das Spiel mehr als einmal Minimum durchgespielt haben. Und zwar um alle Waffen zu kriegen, alle Upgrades und diverse andere Sachen. Was so in etwa so 12 bis 13 Stunden dauert, ungefähr. Ja, doch, schon. Wenn man weiß, wo man auch Geld farmen kann und den ganzen Mist. Dadurch, wie gesagt, haben wir halt bessere Waffen, die stärksten und auch alle, die man finden kann. Und das erleichtert halt den Run echt ungemein und zwar in extremer Weise. Wenn man das nicht machen würde, wird der Run, ich schätze mal, so 7 Stunden bestimmt dauern, weil einfach, ja, vielleicht auch nur 5, aber die Waffen sind halt einfach viel schlechter. Und es dauert länger, weil man auch richtig wenig Leben hat, man muss viel mehr aufpassen, man stirbt öfter und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen machen wir das halt mit Safe States. Normalerweise haben alle Runner so ungefähr die gleichen. Manche haben ein paar Waffen mehr, weil die meinen, die bräuchten die oder weil die aufsammeln. Ja, einfach weil die keine Safe States haben. Wir haben beide nur so 6. Ja, ich glaube, wir beide haben die wenigsten Waffen. Danach müsste Bad RNG kommen und dann, glaube ich, Monkey und Cosmic oder irgendwie so. Weil das Problem ist, es gibt nur eine Taste, um durch die Waffen durchzuschalten. Und je mehr Waffen man hat, desto länger dauert es. Richtig. Je mehr Waffen man hat, desto länger braucht man zum Switchen von den Waffen. Genau wie Nephew gesagt hat, man kann nur in eine Richtung switchen von den Waffen her. Und wenn man natürlich 20 Waffen hat und man sucht nach einer, dann kann da schon eine ganze Menge an Zeit drauf gehen. Jetzt mal so ein bisschen zu den Mechaniken. Es gibt so ungefähr 3 Sachen, die wir benutzen. Den Dreifachsprung, die Rolle, na 4. Die Rolle, dann den Angriffsbutton und das Schwert, glaube ich. Habe ich was vergessen? Ich meine nicht.
Zu der Rolle gibt's noch ein paar Tricks. Keine normalen Rollen. Normale Rollen wären, ich glaube, 2 Block breit und nicht 4 oder 4,5 oder 5, was wir hier gerade machen. Ziemlich kurz. Richtig, genau, ziemlich kurz. Wir lassen ganz kurz den Laufbutton los, drücken den dann wieder und drücken den Rollenbutton. Dadurch kriegen wir so eine Art Boost, mit dem wir weiter rollen können und das Tempo von dem Laufspeed beibehalten. Das heißt, das spart im ganzen Run echt viel Zeit, wenn man das richtig hinkriegt. Und zum Laser ist halt, der Laser ist die Waffe, die man am härtesten mashen kann und außerdem noch die stärkste von allen. Deswegen werden wir eigentlich auch so gut wie nur den Laser benutzen, größtenteils. Ja, ich glaube, das... Bitte? Es gibt halt ein paar Blöcke im Spiel, die man stören kann mit Waffen. Dafür brauchen wir eigentlich hauptsächlich die Waffen außer dem Laser. Holzblöcke mit den Flammenwerfer kaputt machen. Ja, da kommen wir auch noch zu. Genau. So, wie ich sehe, du bist schon dran vorbei. Ich bin jetzt gerade erst da. Das ist der zweite Boss. Das ist King Karl, der vierte. Den können wir auch noch locker so wegmashen. Ist zwar relativ knapp am Ende, man hat nicht mehr viel Zeit, aber ein geübter Spieler schafft das, den wegzumashen, irgendwie ohne Hilfe. So, und dann kommen wir zum ersten Part mit Bearer. Das ist so ein kleiner Helfer im Spiel, der uns theoretisch einmal auch rettet, also nur wenn man keine Runs macht, nur beim allerersten Mal im Casual rettet dich Bearer. Da gibt es einen extra Part dann. Und, oh scheiße, habe ich das auch noch an? Ich hasse mich. Und Bearer ist halt ein kleiner Bär, der, ja, niedlich ist und stark. So ungefähr der gefährlichste Charakter im Spiel. Bearer kann immer in Karate. Ja, eben, Karate-Bär. Was ihr dann auch noch sehen werdet, außer den Laser, ist diese sogenannte Spike Gun, die Nepiumuk und ich ziemlich viel benutzen. Die ermöglicht es uns, Spikes an die Wände zu schießen, und dadurch kann man halt jetzt schon im Spiel an Wänden hochklettern, wo man normalerweise nicht hoch kann. Sprich halt, man kann Sequence Breaks machen, so wie jetzt gerade der letzte Raum bei mir. Das spart, ich glaube, das hat alleine schon 25 Sekunden gespart, dass ich den Weg gegangen bin. Und es gibt eine Welt, da muss man das sowieso fast nur die ganze Zeit benutzen. Also größtenteils instant, was relativ nervig ist. Für welches System ist das Spiel? Das ist einfach ein ganz normales Steam-Game. Also wer Steam hat, kann sich das Spiel auch holen. Ist auch nicht gerade wirklich teuer. Gold-Version. War noch nie auf... Wo Nepiu jetzt auch schon wieder vorbei ist und ich jetzt gerade erst angekommen bin, ist dieser Sprung. Das ist ein ziemlich schwieriger Sprung eigentlich. Man muss halt den Spike an der richtigen Stelle abschießen und dann kann man da oben durch diese kleine Lücke durchrollen. Ich weiß nicht, wie viel das spart. Ich schätze mal auch so ungefähr 15 bis 20 Sekunden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie so. Man müsste ja sonst das ganze Level normal laufen. Richtig, man müsste sonst unten komplett rum und nö, das machen wir nicht. Das dauert ja viel zu lange. So viel Zeit haben wir nicht. Wir haben auch schon Sandwiches gekauft, glaube ich. Ja, genau. Wir haben auch schon gerade im Job, das geht relativ schnell, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt mitgekriegt habt, haben wir 4 Sandwiches gekauft, jeder. Die verstärken unsere
unseren Angriff von den Waffen und Schwertern, wenn wir das einsetzen, um die Zahl mal 3,5 war es, glaube ich. Irgendwie so. Auch 2,5, auf jeden Fall ist es sick. Es ist auf jeden Fall sehr viel mehr Schaden. Und das benutzen wir halt zum Beispiel jetzt auch für die Tarantula. Der Boss hier. Ja, das war es auch schon. Also das dauert dann auch wirklich nur 2 Sekunden, einfach weil es so stark ist. Und damit sind wir dann auch schon durch die dritte Welt durch und kommen schon zur vierten. Hey! Und das ist, da sind wir uns alle einig in der Community, die Welt, die keiner mag. Ja, die hassen wir alle. Diese Welt ist, die schwierigste, ja, wirklich die schwierigste von allen. Weil man muss nur nach oben klettern größtenteils, mit der Spike Gun halt. Und man kann halt von vielen Gegnern getroffen werden und dann halt auch wieder runterfallen oder irgendwas, einen Sprung nicht richtig hinkriegen und da verliert man eine ganze Menge Zeit. Ja, wenn man normal das erste Mal durchspielt, findet man hier halt die Spike Gun und die wollten halt, dass man halt benutzen. Richtig. Darum sind die Level hier so wert. Ja. So zum Beispiel kann man Zeit verlieren. Dann kommen wir zum zweiten Part mit Bera. Der ist eigentlich auch noch relativ easy. Da gibt es auch nicht viel zu sagen. Nur so ein paar Sprünge. Nichts Atemberaubendes. Außer natürlich Bera an sich. Da gibt es eigentlich nur einen Sprung, der ziemlich cool ist und ich weiß gar nicht, ob Nepio den auch macht, muss ich jetzt mal drauf achten nebenbei. Ne, macht er nicht. Machst ja, du nicht. Ich habe heute, als du geübt hast, gesehen, dass du einen Sprung besser machst als... Den mache ich aber schon immer so. Ja, das ist mir noch nie aufgefallen. Echt nicht? Wow. Ich glaube, das spart bestimmt ein paar Sekunden. Nee, so viel nur auch nicht. Vielleicht eine, aber mehr auch nicht. Aber es sieht cool aus. Ja, es sieht cool aus. Ist das auch nicht gerade schwer. Ja, Bera hat irgendwo Beine versteckt unter dem ganzen Fell. Ja, diese Welt ist wunderschön. Auch so lang. Und so kurz, genau. Ja. Ich bin an dem Raum vorbei, wo ich immer softlocke, in dem ich... Okay. Ja, irgendwie so, wenn man mit den Extended Rolls dann... läuft oder in die Decke... aus. Richtig. Wenn man mit den Extended Rolls, auf einer Spike ist und dann in die Wand springt, nach oben, in die Decke zum Beispiel, dann bleibt man hängen und kommt nicht mehr raus. Und dadurch kann man halt softlocken. Ich glaube, wir haben beide schon so Weltrekord. Ja. Ja, also ich auf jeden Fall. Ja, ich auch. Einmal im vorletzten Raum oder so, vor dem Endboss ist mir das passiert, da bin ich dann hängen geblieben in der Decke. Und ich war, ich glaube, fast eine Minute ahead oder so. Es war relativ lustig und ärgerlich, aber naja. Wie sind wir auf das Spiel gekommen? Ich weiß nicht, ich habe es irgendwann mal gefunden und habe gedacht, so, sieht gut aus, komm, hol sie dir. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist so gut, da kann man auch bestimmt Speedruns von machen. Und genau irgendwie 2 Tage vorher hat das ein anderer, den ich über noch auch, zufälligerweise auch noch über einen anderen Channel kannte, auch gerade gestartet zu runnen. Und ja, dann irgendwann ist Nepio dazu gekommen und Bad RNG und Monkey, ja. Ich glaube, Bad RNG und Monkey sind dann durch mich. Ja, größtenteils. Bei Ink. Genau, Ink und was habt ihr? Ihr habt auf jeden Fall mehrere Games beide gemacht. Wodurch ihr euch halt kanntet irgendwie. Ich hab gleich, als ich das Spiel bei Steam gesehen habe, von Anfang an. Gleich mit der Ab. Ahem.
Ja, ich war jetzt gerade beim Adler und den kann man halt einfach offscreen Laser abschießen. Ja, das ist das Beste an dem Laser überhaupt. Alle Gegner im Spiel kann man offscreen mit dem Laser töten. Wir hatten mal eine andere Strategie, aber die gibt's nicht mehr. Ja, was war die Strategie? Warten, bis er wiederkommt auf ungefähr mittlerer Ebene. Ja, richtig. Und ganz komische Sachen. Dann habe ich irgendwann mal gemerkt, ey, man kann ihn auch offscreen killen. Man muss gar nicht auf den warten. Da muss man auch erstmal drauf. Ja, das war relativ lustig. Ich glaube, das ist mir mal aufgefallen, als ich gedacht habe, hey, normalerweise steht doch hier ein Gegner. Und dann habe ich gemerkt, so, ja, ich habe gerade irgendwie den Laser gemasht vorher und dann war der nicht mehr da. Und dann bin ich irgendwie drauf gekommen, dass man damit anscheinend offscreen Gegner killen kann. Was ihr jetzt in. Das ist jetzt halt die vierte Welt. Was ihr hier noch viel sehen werdet, ist. Ein Trick, den hat Bad RNG rausgefunden, weil er irgendwie Langeweile hatte oder so. Wenn man ins Wasser fällt oder in Lava oder in lustigerweise Stacheln und dann sein Schwert schwingt und gleichzeitig dann diese Rolle ausübt, kann man die trotzdem machen, obwohl es halt Wasser ist oder halt was anderes. Was lange Zeit nicht ging und er hat sich dann halt überlegt, irgendwie muss das doch möglich sein und der hat es dann rausgefunden, dass das lustigerweise funktioniert. Ja, er hatte mal Langeweile einen Nachmittag und hatte eine halbe Stunde drei. Dieser Drop. Das ist halt relativ lustig. Sieht halt auch cool aus und spart halt immer knapp ein bisschen mehr als eine halbe Sekunde, würde ich sagen, vielleicht. Ja, irgendwas in dem Dreh. Der Masse war das halt viel. Weil wir dauernd rollen. Richtig, das summiert sich über den gesamten Run mit normalen Rolls und alles Mögliche. Ups, falsche Waffe, nice. Achso, es gibt noch ein. Das wollte ich auch noch sagen. Es gibt einen Grund, warum wir über den Shop springen. Wenn man einfach nur reinläuft, wird er getriggert und das wollen wir natürlich nicht, deswegen springen wir da mal drüber. Ja, so wie ich jetzt gerade sehe, ja, ist ja ein bisschen Delay drin. Nepio ist gerade bei der Hive Queen, bei Shelly. Das ist für mich sozusagen eigentlich der einfachste Boss. Man muss eigentlich so. Man kann mit einer Hand spielen auf einmal. Man muss nur das Schwert schwingen und die Stacheln abwerfen. Oder abwehren, Entschuldigung. Und dann einfach nur noch mashen. Und das war's dann auch. Im Casual war das viel schwieriger. Ja, auf jeden Fall. Das hat mich, glaube ich, ich meine, fast eine Stunde gebraucht, bis ich das mal irgendwie hingekriegt habe. Und das war dann nur beim allerersten Mal und dann habe ich gedacht, was jetzt nochmal? Nee. Ich bin jetzt beim letzten Bera-Teil und ich erkläre das mal. Also Beras Hitbox ist nicht vernünftig zentriert. Ob man halt nach links oder nach rechts guckt, ist es um falsch. Verschoben. Und als Resultat kann man halt genau an die Wand stellen mit dem Rücken, dann hochspringen und sich um Wand. Und damit kann man dann halt die Wände hochklettern. Wir benutzen das halt nur an einer Stelle, aber das spart auch. Das ist übrigens auch das letzte Mal, dass ihr Bera sehen werdet in diesem Run. Ja. Wie gesagt, sonst im Casual sieht man sie viermal, jetzt nur dreimal. Der letzte Sprung hat hier ein bisschen gedauert, aber man müsste halt sonst so einen riesen. Und alles First Try. Ich glaube, mein Game hat sich gesagt. Okay, never mind. Das sah sehr komisch aus. Das war sozusagen der längste Ladebildschirm, den ich jemals hatte. Normalerweise hat man, wenn man mit Kelly spielt, zwischen jedem Raum so einen kleinen Bildschirm, wo die Karte mit angezeigt wird. Und dann läuft Kelly halt in den nächsten Raum rein, das sieht man dann immer, mit dem Icon.
Und bei Bera ist das halt nicht so. Man geht halt einfach direkt in den nächsten Raum. Der wird irgendwie, wird das gesamte Areal auf einmal geladen. Und irgendwie hatte ich gerade so einen Hänger. Ich weiß nicht warum. Ja, dazu gibt es auch einen FFZ-Mode, das irgendwer mal erstellt hat. Also wenn ihr Bock habt, gut, jetzt ist natürlich schon ein bisschen spät, aber könnt ihr ruhig ein bisschen rein spammen in Chat. Falls ihr Bera dann doch nochmal vermisst. Der Bär sieht lecker aus, Nom. Das ist gemein. Ich bin der Einzige in der Community, der das mit Tastatur spielt. Die anderen spielen alle mit Controller. Alle. Nur ich nicht. Weil ich kann es einfach nicht mit dem Controller. Und die können es alle irgendwie nicht mit der Tastatur. Kann nicht mit Tastatur. Falsche Waffe. Ich war jetzt gerade beim Koloss. Ich glaube, du wärst da noch die Raketen ab. Alle nicht mehr. Ne, ich bin noch nicht mal in dem beim Boss. Ich bin im Raum davor. Es gibt ein Caddy Caves 1, das gibt's aber nur für Handys. Und es gibt ein Caddy Caves 2, gibt's natürlich auch. Das gibt's auch für Handys, aber auch für den PC. Das kann man aber schlecht runnen und ist auch sehr broken, würde ich mal sagen. Das ist echt teilweise richtig schwierig, da was zu reißen. Das ist so ein Roguelite. Da müsste man halt eigentlich grinden, also bauen so ewig. Spaß gemacht. Es gibt auch bald Caddy's Caves 4, aber das dauert noch ein bisschen. Ah, nächsten Monat kommt es aber für... Was kommt nächsten Monat? Monat kommt es für Handy. Achso, ja genau, für Handy kommt es schon mal raus. Ja. Version ist erst. Nele, ich glaube, das kommt daher, dass wir das Game schon beide... Wie lange runnen wir das schon? Ich glaube, knapp ein Jahr. Ich glaube, du knapp ein Jahr und ich ein bisschen länger. September angefangen letztens. Ja, siehst du. Und wir haben halt auch viele, ja nicht viele, aber so einige... Wir hängen eigentlich immer so zusammen rum. Irgendwie bei dem anderen im Stream oder irgendwie so. Deswegen kennen wir uns halt relativ gut schon. Ja, und im Discord halt. Ja, genau, im Discord. Also... Ist halt so eine kleine Community, auch nicht nur auf das Game beschränkt, sondern so allgemein. So 4, 5 Leute. Und die Blind Races, die wir... Ja. Welche? Ja, okay, ist jetzt schon eine Weile her, aber... Ja, ich glaube so ein halbes Jahr. Macht ja keiner was. Will ja keiner. Ja, zu zweit finde ich es mit... Einfach fragen. Leuten, so. Immer Monkey fragen, der hat sowieso Zeit. Und Bad RNG hat sowieso nie Zeit, also am besten fragst du den nicht. Ich habe jetzt hier so einen ewig langen Spike Walk gemacht, das ist halt am schnellsten, wenn man auf diesen Adeln dabei halt vorwärts rollt. Fortzubewegen. Timing ist halt.
höre jetzt gerade nichts mehr von. Ich sag auch gerade nichts. Ich bin gerade voll konzentriert. Ja, ich bin gleich bei Melvin. Aus dem man nicht Laser kaputt. Melvin, wer mag schon Melvin? Das kann ich ja jetzt schon mal erklären. Dieser Bereich ist sowieso relativ leicht. Melvin ist der vorletzte Boss. Und den kann man mit keiner Waffe attackieren, außer mit dem Schwert. Es ist möglich, wenn man vorher das Schinken-Sandwich isst, dass man Melvin in 3 Cyclen besiegen kann. Wenn man nicht runterfällt oder keinen Hit vermisst. Das ist aber eher die Seltenheit. Echt? Ja, gerade so. Also es ist wirklich sehr knapp. Wenn man schon einen Hit nicht trifft, kann es schon sein, dass man keinen 3-Cycle durchkriegt. Und damit sind dann auch schon wieder, so weiß ich nicht, mindestens 10 Sekunden weg. Ja, und wie ich mich kenne, wird mir das passieren. Echt auch leicht daneben zu springen, weil irgendwie an bestimmten Stellen drauf stehen. Richtig. Man kann auf dem, das ist ganz kurios, wenn man auf dem, oh, super, 3-Cycle, wenn man auf dem Schiff steht und seinen ersten Schwertschlag macht, kann man manchmal durchklippen und dann fällt man runter. Und dadurch ist schon der 3-Cycle eigentlich verloren. Und dann sind wir auch schon in der letzten Welt. The Inner Sanctum. Was so ungefähr die gefährlichste Welt ist. Und jetzt komme ich mal ganz, ganz kurz zurück zum zum Anfang des Spiels. Falls ihr das mitgekriegt habt, jeder Boss droppt ein anderes Item und der erste Boss droppt ein Chicken Leg. Und ein Chicken Leg sorgt dafür, ihr seht ja oben meine Lebensanzeige oder Nepomux, wie auch immer. Da sind jetzt 10 silberne Herzen, darunter sind 10 rote Herzen, also haben wir schon mal 20 Leben. Und wir haben diesen Hähnchenflügel da oben. Wenn unser Leben theoretisch 0 wäre, wird komplett wieder aufgefüllt. Und das liegt daran, diese blauen Gestalten, die ihr da seht, das sind die Baler. Und sobald ein Baler dich mit einem Feuerball trifft, macht er automatisch 3 Schaden. Und es gibt halt 2-3 Räume, wo sehr viele sind. Ich glaube über 10 jeweils. Und da kann man halt recht leicht sterben. Deswegen nehmen wir halt diesen Hähnchenflügel mit und bei irgendeinem Bosskampf, egal welchen, kann man den dann automatisch mit aufessen. Und dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite und kommt da irgendwie safe durch, ohne zu sterben. Ja, eine Sache, die auch toll ist, ist, Waffen haben Elemente und Laser, dadurch werden die Gegner bohren. Aber die Balers schießen trotzdem Feuerbälle selbst. Das ist aber bei irgendwie allen Gegnern so. Ja, das ist dann eine Programmierung. Ja, du kannst die Gegner einfrieren, aber die können trotzdem noch attackieren. Zum Beispiel, wenn man einen Banditen einfriert und man steht neben dem, kann er dich trotzdem noch mit seinem Schwert treffen. Kurioserweise. Und die einzigen 2 Gegner, die man nicht einfrieren kann, naja, 3, glaube ich, sind einmal die Turrets, also die automatisch feuernden Waffen, die da so rumstehen. Und die Skelette, die kann man auch nicht einfrieren. Warum auch immer. Ich habe mal nachgefragt, ich weiß nicht mehr, was die Antwort war. Die Antwort ist meistens, weil sie nicht... Ja, und wie ihr seht, jetzt ist gerade mein Leben... Ah, siehst du, wieder aufgefüllt. Es war schon echt sehr tief. Das hat mich jetzt gerade wieder mal den Run gerettet. Ja gut, ich bin wieder 20 Sekunden behind, also... Nepio ist gerade in einem Raum, wo sie das letzte Ham-Sandwich isst, also das letzte Schinken-Sandwich konsumieren möchte, weil diese Schinken-Sandwiches halten 2 Minuten und, wie gesagt, die verstärken ja den Angriff. Und irgendwann bin ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, bin ich da drauf gekommen? Ich glaube wohl. Ich weiß es auch nicht mehr. Diese 2 Minuten von diesem Raum aus reichen, um den Run danach zu beenden. Was sehr von Vorteil ist, weil damit kann man halt dann vorher noch ein paar Gegner schneller töten, die relativ nervig wären sonst. Ja, und weil man es ja eh nicht mehr danach braucht, warum nicht schon vorher aufessen, ne?
meine, ins Menü muss man sowieso. Wenn man stirbt, startet man beim letzten Checkpoint. Das sind diese, ja, wenn ich jetzt, ich kann es nach dem Run zeigen. Auf der Karte sind so, manchmal so Cs. Und das sind halt die Checkpoints. Ich bin jetzt beim Boss und... Ui. 15 Sekunden. Okay, und Time ist ein Herbert in die Lava. Es gibt noch eine Sache, die man noch im Shop kaufen kann. Das ist so eine... Ich würde schon fast behaupten, das ist sowas wie eine grüne Laterne. Warum auch immer. Mit der startet man, wenn man stirbt, am selben Screen, wo man auch gestorben ist. Stimmt, sowas benutzen wir natürlich. Das habe ich nie benutzt. Habe ich nie, kein einziges Mal gekauft. Ja, ich bin jetzt auch beim Endboss. Hey. Und Time. Auch für mich. Ui. Ja, war schneller als die anderen Runs heute. Ging ja doch noch. Irgendwie. Ja, GG. GG. Also wie ihr seht, ein relativ kurzer, schneller Run. Action geladen eigentlich schon, weil man viele Aktionen durchführen muss. Ja, ich glaube, das war's auch. So, hallo Ivan. Euch vielen Dank für den für das Race. Ja, gerne, gerne. Bitte, bitte. Bevor ich aber alle hier in den Pausenscreen schicke, kam noch eine Spende rein von Reminu, 20 Euro. Mit dem Kommentar Hashtag LeFrenchRestream. Ui! Vielen Dank dafür. Jupp, auf jeden Fall. So, und an den Rest bleibt dran. Gleich kommt noch mehr. Ja. Oder die ganze Woche noch. Richtig. Von euch beiden verabschiede ich mich an der Stelle. Ja, wir kommen auch nochmal beide irgendwie zurück, die Tage. Jeder nochmal mit einem einzelnen Run. Ja, dann sehen wir euch ja noch. Also, wenn ihr da Lust drauf habt, ne? Denkt dran, wir stehen noch drin. Ja, ich bin eigentlich auch jetzt sonst soweit durch.